Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. So, wir verfolgen jetzt Nick Valentine und gucken uns mal, wo er uns hinführt. Und jetzt lädt es erstmal. Aber so ist das Leben hart und schlimm. VRTS. Das Zielunterstützungssystem von Waltech ist eine moderne Gefechtstechnologie, von der niemand mehr genau weiß, wozu sie genau eigentlich entwickelt worden ist. Man nimmt an, es war ein verrückter Wissenschaftler, der die Zeit verlangsamen wollte. Gewehre sind für gewöhnlich lang, von durchschnittlicher Größe und erfordern zwei Hände zum Abfeuern. Dazu zählen unter anderem Sturmgewehre, Kampfwehre, Kampfflinten, doppelläufige Schrotflinten und viele andere Waffen. So, Nick Valentine, geh voran. Wir haben natürlich auch noch unsere Piper dabei. Ich wollte nicht, dass Ellie es hört, aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Er ist ein Profi. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Oh. Das hört sich nicht gut an, Nick. Bis auf dich. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz die seine. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. Ich glaube, der hat gar nicht gesehen, dass ich noch lebe, Nick. Sonst hätte er mich umgebracht. Das ist doch ein Sicherheitsrisiko, was er da gemacht hat. Wo gehen wir überhaupt hin, Nick? Müssen wir durch diese Tür gehen? Wären wir. Halt die Augen auf, ja? Mal sehen, ob ich die aufkriege. Ja, ich hatte meine Augen auf. Das ist mal ein Schloss. Hast du was zu verbergen, Kellogg? Versuch du es doch mal. Ich habe ja den Ausschlüssel von dem Boss schon geklaut gehabt. Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben. Bürgermeister geklaut, so. Ja, du guck, gewinnst doch mal um. Hier, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Fernseher. Eine Kochplatte. Was hast du vor? Kommt dir der Laden auch verdammt klein vor? Ja, irgendwie. Kellogg hätte ich was Größeres erwartet. Das Ding da, ne? Hier ist nichts. Hast du dir den Schreibtisch angesehen? Naja, nein. Ach, da ist ein Knopf. Ja, den gucke ich mir gleich an. Ich sag's dir, hier stimmt etwas nicht. Halt Ausschau nach was Auffälligem. Nach einem Schalter oder Knopf. Ach, ich hab den Knopf gefunden. Hier, guck, da ist ein Knopf. Ha, auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. When it start... 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Was haben wir denn hier drin? Patronen, Kiro-Gewehr. Willst du jetzt reden? Vorschläge? Irgendwelche Vorschläge, Nick? Hm. Was ist mit Dogmeat? Ein Commonwealth-Köter wie er kann den Geruch von Leuten über Meilen hinweg aufspüren. Warum holst du ihn nicht und lässt ihn mal schnüffeln? Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst, ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Außerdem hast du schon reichlich Gesellschaft. Wir können ja nicht alle das Commonwealth nach einem Mann absuchen. Ach komm mit mir, Nick. Ich will, dass du mir zur Seite stehst, Nick. Okay, schnappen wir uns den Bastard. Ab jetzt ist das deine Show hier, okay? Du sagst spring und ich sag wie hoch. Aha.
Also ich soll Dogmeat das zeigen. Aber Nick, das ist doch bestimmt eine Hauptquest. Und ich weiß gar nicht, ob ich das machen möchte, Nick. Hätte ich Piper nicht lieber behalten sollen? Ich weiß ja nicht so genau. Ich bin mir da nicht sicher. Wir gucken erstmal unsere Aufträge an. Oh, da ist der Dogmeat. Wo ist er? Hallo, Doggy. Naja, gut, dann zeigen wir jetzt die 10 Jahre. Schnüffel mal da dran. Hast du eine Fährte? Da kannst du hol die Kellogg. Schauen, finden. Hast du was gefunden, mein Junge? Erster Hinweis, abgeschlossen. Folg Dogmeat, stimmt. Big Piper. Folg Dogmeat. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir alle sterben werden? Habe ich das Gefühl, dass ich noch Sachen wegpacken hätte sollen. Ich habe schlechte Gefühle. Mal gucken, wie es enden wird. Ja, der Fat Man ist schon was Besonderes. Eine Mini-Atomwaffe. Werfer. Die wohl verheerendste Waffe, die es jemals gegeben hat. Oder Infanteriewaffe, so. Von jeder gesammelten Ausgabe von Tapu Tattoos erhältst du einem plastischen Chirurg eine neue einzigartige Gesichtstätowierung. Für jede Ausgabe laden sie schneller das Spiel, lädt das Spiel 2 Millisekunden schneller. Diese seltenen Ausgaben finden Sie nur, wenn Sie wirklich danach suchen sollten. Hier rein. So, Dogmeat, dann zeig mal, wo müssen wir hin? Ich bin immer hinter dir, mein Freund. Ganz ruhig ein bisschen schneller laufen. Mal erst durchladen hier. Irgendwie habe ich das Gefühl. Der Log hat hier wohl Halt gemacht. Sieh dich um. Mal sehen, ob wir die vierte wiederfinden. Hier ist einer. Schmutziger Aschenbecher. Willst du dir eine Sammlung San Francisco Sunlights. Kelloggs Lieblingssorte. Bingo. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Der raucht ganz schön viel, wa? Ist hier rechts abgebogen? Hätte gerne ein Schienenfahrzeug. Boah, die Schienen scheint mir nicht durchgängig befahrbar zu sein. Eine riesige Maulwurfsrappe. Aua, Maulwurfsratte! Meine Herren! Ihr habt uns das letzte Mal unterschätzt. So, wo ist jetzt die Maulwurfsratte? Glaub mir, du musst warten. Jetzt muss ich erstmal die Maulwurfsratte looten. Endlos Maschinenpistole, siehste? Siehste, sowas Tolles hat das Ding. Unbegrenzte Magazinkapazität hat das Ding. Ist das mal nicht geil? Nehmen wir mit. Aber werden wir jetzt natürlich nicht benutzen. Die müssen wir erstmal umbauen. Also doch, mit weiter geht's. Wo ist Kellogg? Ich habe nämlich Hunger auf ein bisschen Müsli. Aha.
Raucherbecher, niemals lange rauchen. Suche nach Hinweisen auf Kellogg. Tja, wo sind denn die Hinweise auf Kellogg nur? Sieht mir nach einem von Kelloggs Rastplätzen aus. Halt die Augen offen. Ich sehe nichts. Keine Zigarren. Was hast du da? Gute Verbände. Mutiges Verbandszeug. Ich hab dir doch gesagt, dass gute Fährte er die beste Nase der Welt hat. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Ja, dann mal los. Doch hier lang, gut. Hast du eigentlich jeweils schon was gemacht? Ich bin mir da noch nicht sicher. Warum ich die Pfeilbahn mitgenommen habe. So. Nehmen wir mal lieber die hier. Ich habe auch keinen Plan, wo wir sind. Keinen Plan. Okay, das wird böse enden. Wow. LOL, irgendwas hat auf mich geschossen. Who the fuck? Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich habe keinen Plan. Das war irgendwie schon wieder so richtig gammelig. Vor allem, was schießt da auf mich? Ich habe das schon vorher gehört, aber ich bin manchmal... Und ich muss mir was in eine Rüstung anziehen, das hilft auch. Mann. Jetzt lad mal. Jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, erhöht sich deine Gesundheit. Und du kannst einen neuen Skill auswählen. Und die Waffe will ich haben. Die sieht gut aus. Supermutanten werden oft von Mutantenhunden begleitet. Monströse Bestien, die so gefährlich sind wie ihre Herren. Und wir sind hier. Oh, ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Aber ich hab auch wieder sowas Schuld gehabt. So, nochmal versuchen. Diesmal werde ich speichern bei dem Fetzen. Tja, manchmal bin ich halt richtig schlecht. Damit ich wette, wir müssen hier vorne hin. Kellogg hat hier wohl Halt gemacht. San Francisco Sunlights. Mal sehen, ob wir die vierte Kelloggs Lieblingssorte. Ich hab dir doch Bingo. Gesagt, dass er die beste Nase der Welt hat. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Ja, los. Und sind wir hier rechts, genau.
Scheiße, die waren diese Hunde, ja. Also so tolle Waffen hatten die dabei. Ob sie jetzt auch noch gibt. Anderes. So ein Mist. Wir haben was Falsches gekriegt. Das ist doch blöde. Wir hatten so eine tolle Waffe. Mann, ich bin so blöd. Ah! Das ist schon traurig, ne? Eine unendliche Maschinenpistole haben wir. Also, Lama, die Schuss hat. Aber... schon traurig, dass wir die jetzt nicht haben. Oh, was haben wir wohl hier? Was mal hier? Schuss oder so. Nein. Ja, Doc, mir kannst du mal auch. Ne, kannst du nicht, gut. Dann war hier noch was. Wo haben wir eigentlich schon wieder meinen Freund jetzt verloren? Ah, da kommt er. Sieht mir nach einem von Kelloggs Rastplätzen aus. Halt die Augen offen. So, jetzt werde ich mal hier speichern. Blutiges Verbandszeug. Eine gute Fährte für Dogmeat. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Ja, mach mal, Dogmeat. Mach mal. So, jetzt kommt gleich der Kampf mit dem Bär. Jetzt gucke ich hier nochmal rein. Wir haben nämlich auch eine Kampfgewehr. Kampfgewehr. Schildamine. Rote Pistole. Lasergewehr haben wir auch. Ich werde mal das Kampfgewehr benutzen. Ich sage, hier ist kein Bär jetzt. Da. Gar nicht mal schlecht, das Ding. Und es ist Einzelfeuer, das ist auch cool. Ein bisschen umgebaut. Dann ist das ein richtig geiles Ding, glaube ich. Was auch immer hier auf mich geschossen hat, ist jetzt nicht mehr da. Schon wieder so richtig traurig. Na, haben wir eine Ward gefunden? Eine Attrappe, was? Sehr schlau.
Zum Dogmeat jetzt schon wieder. Oben, unten, links, rechts. Da. Wo führst du mich nur hin, Hund? Wir sind nicht allein. Denkste. Eine Asche. Das speichern wir aber. Das Ding hat Standlauf, Standardvisier, keine Mündungsbremse, aktuelle Mods, Chance auf Taumeln beim Treffer. Wir müssen überleben. Wir müssen überleben. Nein, den habe ich einge. Gehen uns nicht mehr auf die Nerven. An Stärke und Ausdauer. Das war schon wieder so richtig knapp. Jetzt erstmal speichern. Zwei tolle Gegenstände gefunden, die wollen wir natürlich nicht verlieren. Und ich bin aber beladen. Nick? Hey. Mal sehen, was ich tun kann. Nick. Hier ist mein Angebot. Ja, mein Angebot ist, nimm mal dieses Zeug. Das Kampfgewehr. Eine Impro-Pistole. Laserpistole. Und dann lass uns erstmal weitergehen. So, haben wir hier? Next. Sind wir bald da? Hier war ich noch nicht, glaube ich. Bekannter Söldner, Anwendung extrem. Angreifer, Waffen unverzüglich. Alle, Alarm, kritische. Aha, also er war hier auf jeden Fall. Wo sind wir überhaupt jetzt schon? Wir sind. Ach, wir sind hier links irgendwo eigentlich. Das ist noch machbar, das Gebiet, glaube ich. Dann folgen wir Dogmeat einfach weiter. Vielleicht kommen wir ja auch nochmal irgendwann an. Link hopp. Doch schon ein bisschen her, da sind, habe ich das Gefühl. Weil ich treffe nix. Ich treffe nicht einmal. So, der ist schon mal weg. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Ach ja, ich denke auch. Komm, weiter geht's. Halt die Augen offen.
Ja, los, rund. Schon abseits vom Schuss her, wa? Abseits, wir waren hier oben. Welche? Such nach Hinweisen auf Kellogg. Wir sind dran. Das spüre ich. Sieh dich um. Na, speichern wir hier. Was meinst du, Junge? War das unser Mann? Geht weiter. Hier war ich noch nicht. Ich hätte mal Basketball spielen können. Aha, da oben ist ein... Und die schießen jetzt nicht gleich auf uns. Schießt nicht auf uns, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber wir müssen da rein. Fort Hagen. Entdeckt. Siehe nach Dogmeat. Yeah. Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Finde einen Weg hinein nach Fort Hagen. Hund ist bereit, dich zu begleiten. Los geht's. Alles in Ordnung. War das okay, Junge? Tauschen. Egal. Keine Sorge, Dogmeat. Ich wollte nur Hallo sagen. Also, wir müssen da auf jeden Fall rein. So wie ich das verstanden habe. Verkommen lassen. Nein, sollte man nicht. Ich würde sagen, die Tür geht nicht auf. Gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Eingang gefunden. Aber leider nicht. Ja, wir suchen nächstes Mal nach dem Eingang. Und dann sage ich wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.